denn der Wichser hier? Ruf Basti an. Ich rufe Basti mobil an. Ey, mein Kumpel ruft an. Hallo? Hallöchen! Ach, Kevin, das war eine schöne Überraschung auf Montagabend. Was geht ab? Basti hier, GAG. Was geht ab? Wie geht's meinem besten Minecraft-Kollegen? Erzähl mal bitte, was los? Was geht bei dir heute? Hast du gestreamt? Bist du am Stream gerade? Ich stream gerade. Bruder, hast du wie Koks genommen oder so? Ist alles gut. Wurden heute wieder in Minecraft ein paar Nase gezogen, oder was? Ich bin on stream. Das war witzig. War natürlich nur ein Gag. Das sagt er immer, ja, das sagt er immer. Kevin, ich habe vorhin eine Analyse in, betrieben. Okay. Mir ist etwas aufgefallen. In den letzten Monaten hat sich die Rate von Beleidigungen bei dir echt drastisch erhöht. Ja. Fällt das selber auf? Ja. Ist das gewollt? Ist das cool? Ich find's einfach cool, manchmal Arschloch zu sagen oder so. Du sagst nicht Arschloch. Arschloch ist doch harmlos für deine Verhältnisse. Was sonst? Wichser? Arschloch? Das sind so die... meine Gottes. Ja, du musst jetzt nicht komplett aussprechen. Ich höre sehr viel H, sehr viel B. Hurensohn, Bastard. Bro, ich habe vorhin diesen, mir wurde vorhin ein Clip reingeschickt, wo es nur darum ging, wie oft du beleidigst. Danke für deine Streams. Du hast so Berndes Brot, du hast so... Mein Gott, aber Berndes Brot ist auch ein Hurensohn, Bro. Ja, aber du hast innerhalb von 50 Sekunden hast du halt wirklich 6 Mal irgendwie die beiden Wörter gesagt. Das ist halt, also... Da möchte ich mich entschuldigen, aber Berndes Brot ist ein Versager. Und was sagst du zu dem Busch? Welchen Busch? Von Berndes Brot, der Busch und Chili das Schaf. Bruder, keine Ahnung, Digga. Ich habe Super RTL geguckt wie normale Menschen. Es war erst Super RTL Togo, dann kam RTL 2 und dann hat man irgendwann Nick geguckt. War sowas mit mir. Ja, nicht alle. So, du bist irgendwie so... Du hast noch mit 18 so Nick und so geguckt. Das war mega geil bei dir. Mega geil. Nee, Bro. Victorious und so war hart. Das habe ich auch nochmal rewatcht mit 20. Das haben sich alle 12-Jährigen angeguckt und du mit 18. Nein, Bruder, du checkst nicht. Ich check nicht, nein, klar. Es lag auch da, dass ich ein bisschen Crush hatte auf Ariana Grande, okay? Vielleicht lag es da ein bisschen. Alright, alles klar, mein Bester. Was guckst du heutzutage mit 26 RTL oder was? Ich guck Pornos. Bist du dumm irgendwie? Du bist so weird. Ey, Bruder, wie sieht's aus? So das Verhalten von so einem 6-Jährigen, der halt einfach nur das cool findet, so verbotene Sachen zu sagen oder irgendwie edgy sein wollte. Ja. Okay, bis gleich im Discord. Ich guck dir zu. Okay, bis gleich. Dieser Uhrensohn, Alter. Dieser Bastard. Herrlich, direkt was ready, ja. Da waren die Worte wieder. Was, siehst du mir leid, ich hab das H und das B-Wort wieder gesagt, I'm sorry. Nein, sag mal deinen eigenen Producer-Tag, wie würde der klingen bei dir? Papa P on the beat. Papa P on the beat. Papa P on the beat. Ich hätte so einen Scratcher noch so, Tiku Tiku, Papa P on the beat. Yo, it's PP. Oh ja, das ist auch stark. Yo, P, come out here! Oder sowas wäre es dann. Ja, weißt du so. P in my pants. P in my pants. Ich habe letztens für Toni was aufgenommen für einen TikTok. Okay. Mhm. Warum? Damals kannst du raten, warum ich das gemacht habe. Es muss um was Bestimmtes in dem TikTok gegangen, also gehen. Frauen. um Weiberkram. Es geht entweder um Geogesser oder Minecraft. Aber du hättest es nicht so gesagt, es geht um... So dazwischen. Flaggen. Ah, okay, check. Ja. Nee, cool. Fresh und dann? Ja, danke dir. Jo, ja, mehr gibt's nicht zu erzählen. Nee, geil. Die Blumen auf deinem Hemd sehen so ein bisschen aus wie der Himmel bei SpongeBob. Ja, Mann, true. Aber ich mag das Hemd eigentlich. Das Einzige, was ein bisschen Arsch ist, ist ein bisschen durchsichtig. Also, das sieht man jetzt im Stream nicht. Mach mal nass. Mach's nass. Komm, für den Content. Hab nasse Füße jetzt. Ah, es geht. So viel sieht man nicht. Ja, nee, es geht, actually, ne? Es geht. Warum hast du so viel gemacht? Ja, keine Ahnung, ich dachte, es ist ein guter Clip und ich habe das Gefühl, der war mega Arsch. Digga, das ist richtig dumm. Meine Füße sind nass, Digga. Ich muss kurz Dato holen. Das hat sich null gelohnt. Wow, ist das scheiße. Ist aber alles gut. In der Zwischenzeit bin ich gleich fertig mit runterladen. Ich muss jetzt leider Oberkörper frei zocken. Boah, ey, was, so geht ehrlich, wie findest du Form gerade? Warte. Hast du gerade einen Knopf verloren? Wow. Ehrlich, krass. Ey, for real, das ist Peak. Ist die krasseste Pampaplatteform, ne? Ja, Brust kommt. Das ist Peak, Bro. Real Talk, also, das ist die krasseste Pampaplatteform, die es gab bis jetzt. Real Talk, Brust- und Schulterpartie kommt sehr, sehr definiert. Ich hab irgendwie das Gefühl, mein rechter Arm kommt so viel krasser. Guck mal, vergleich mal den. Okay, mit dem hier. Bro, das ist viel weniger, Bro.
Es ist so merkwürdig, dich oberkörperfrei zu sehen. Das sieht so aus, als ob dein Kopf einfach nicht auf deinen Körper passt. Digga, das sieht so editiert aus. Ja, warum sieht das so merkwürdig? Warum siehst du denn, warum sieht denn das so merkwürdig aus? Ja, ich fühle, aber wie ist es so? Wenn ich jetzt mal so ein bisschen pose? Post mal, du musst posen, ja. Warte, ich kann auch noch den hier. Wie Mann, der? Aber dazu warte, diese Haare. Warte, ich hab noch ihn hier. Mann, Bro, aber dazu diese Haare, dass die so über das Headset überstehen, das fuckt mich so hardcore ab. Oh Mann, ey. Ey, das kommt aber wirklich geil. Nimm mal so eine Weihnachtskugel und zerquetsch die mal in deinem Bizeps. Boah, Alter. Oder so ein Ei oder so. Mach mal jetzt. Wie machen wir jetzt? Halt mal deine Frage. Na, nimm mal eine. Die ist doch nicht echt. Ist die aus echtem Gold oder was? Ja, klar. Naja, der ganze Kasten, der da rumsteht. Na, hier, warte. Naja. Lad mal die Gun auf, Junge. Nee, weil ich habe Angst, dass ich mir da irgendwie das schneide oder so. Ja, okay, hör auf, das ist gefährlich. Das ist nicht so smart, Bro. Ich glaube, das ist so aus scharfem Plastik, genau. Ja. Digga, dieser dicke Teller da, ne? Wie der da einfach vorne steht und niemand stört. Oh. Drei Tasten fehlen. Bro, liegt da einfach eine random Zitrone, so eine Viertel Zitrone? Ja, die hab ich gerade aus dem Wasser hier raus. Ja, hast du rausgefischt, ja? Ja, wieder rinne so und zack. Ja, zacki, komm, der Teller, da kommt auch nochmal weg. Ja, ey, Bruder, aber Nojo, du kannst gar nichts sagen. Hier ist richtig aufgeräumt, wirklich. Nojo. Die beiden Sachen stehen hier gerade und die sind beide von heute. Von hier. Ja. Hier war das Brot drin, dann, und hier gab's Suppe. Ansonsten ist hier nichts. Warum dann zeig mir mal bitte, nimm mal da auch mal die Kamera in die Hand am besten und film mal ein bisschen in die Ecken, die keiner sieht. Bro, Retalk, aber dass du diese Zitronenscheibe gerade in dein Glas wieder reingepackt hast, ist so disgusting, ne? Ist mir egal. Den habe ich, Bro, der Tisch ist vor einem Tag abgedingst worden. Bro, das lag auf dem Mauspad, das Mauspad hat alles gesehen. Nein, Nojo, das Mauspad sieht richtig, das verstehe ich auch gar nicht. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich ein neues kaufen soll. Das ist no joke, okay, jetzt sind ein bisschen Krümel drauf vom Essen heute, aber das ist no joke, auch wenn ihr das jetzt nicht glaubt, frisch gewaschen, for real. Und jetzt guck dich mal diese Flecken da an. Fuck mich überab. Mach schon mal, die hat das zweimal gewaschen, Bro. Ich sag dir ehrlich, wozu benutzt du überhaupt noch Teller? Ist doch einfach vom Mauspad. Ja, oder? Nein, aber for real, ich weiß nicht, soll ich ein neues kaufen? Jetzt, das Ding ist halt wirklich sauber. Aber diese Flecken sehen aus, als hätte ich draufgespritzt, Bro. Und irgendwie... Es sieht halt dreckig aus, obwohl es sauber ist. Checkst du? Das fuck mich übertrieben ab. Wenn du mal ein sauberes Mauspad sehen möchtest, Bro, bei mir kannst du... Das ist also perfekt. Ja, Bro, aber keine Ahnung. Bei mir wird ich halt, arbeite nicht richtig bei damit. Bei mir wird noch hart gearbeitet, genau. Digga, es ist für real ein Knopf abgeflogen, Digga. Du hast gar nicht gelabert. Ja, ich habe das gesehen, als du das aufgemacht hast. Oh, bei mir ist ein Knopf abgeflogen. Du wolltest mir noch zeigen. Du wolltest jetzt ablenken, ha? Ach so, nee. Was willst du sehen, genau? Ich kann, ey, also, so ein bisschen unter dem Bildschirm. Unter dem Bildschirm. Da ist die kritische Area. Ich kenne dich. Boah, wie mach ich das jetzt? Ich kann ein Bild machen. Das Einzige, was du jetzt hier siehst, ist noch diesen Aufstrich. Der ist aber auch von heute aus dem Stream. Das ist wirklich nichts. Das Einzige, was da liegt, sind so, ja, so ein bisschen Ablager. Also da sind so zwei Kopfhörer noch. Ja, okay. Real Talk für deine vier so Steckdosen, die man so über Ferne noch ansteuern kann. Dann noch hier so ein... Es ist für deine Verhältnisse echt in Ordnung. Dann hier noch Displayports und Umkriegser. Ja, Klassiker. Dann hier noch so eine Münze irgendwie aus der DDR oder was das ist hier. Ist das hier? Oh, jo. Das ist eine Dubai-Münze. Warum so viel ist sie hier? What the fuck? Dann hier Klassiker, ne? Dann muss er auch auf jedem Tisch noch dabei sein. USB auf LAN-Adapter, Classic. Die üblichen Sachen halt, ne? Man so braucht, wa? Ist wie eine Werkbank. Das ist ja eine Werkstatt hier, wa? Monitor liegt in stabiler Seitenlage. Ja, der ist ein bisschen schräg, ist ja nicht schlimm. Ey, das würde mich wirklich triggern. Bro, meine Bildschirme sehen so, Alter, ich mach mal ein Notebook, ein Bild von hier, ja? Pass auf. Ich glaube schon. Ich schick's mal kurz bei Discord rein, dann können wir es beide aufmachen für Stream, ja? Ja, aber das kann nicht schlimmer sein als Stegis altes Bildschirm-Setup. Wirklich, meinst du es ehrlich? Mich fuckt's nicht ab. Aber ich find's komplett berechtigt, wenn Leute das abfacken würde. Also das check ich komplett. Okay, mach auf. Oh mein. Ja. Also, Digga, also der linke ist hart. Und der linke. Und Kevin. ETF? Also wie kann der linke fuckt doch so hardcore? Was ist denn mit dem? Ja, der ist aber auch gerade. Normalerweise ist der in der Mitte ausschräg, dann sind die wieder gleich. Ich hab den gerade gestellt. So. Warte, so. Boah, okay, okay. Du bist ja okay. Du hast Weitwinkel jetzt auch an, ne? Du bist ja voll weit weg auch vom Monitor. Ja, überweit weg, Bro. Das ist, warte. Ich streck meinen Arm einmal aus. Aber warte, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich mach mal anders. Ja. Ich mach mal zwei kleine Arme oder so. Diese Entfernung ist es vom Bildschirm. Ich würde sagen, bei mir sind das vielleicht 40 Zentimeter. Digga, wow, Respekt. Kannst du damit umgehen? Geht ja so zum Stream. Also ich muss relativ nah an den Monitor dran. Ja, keine Ahnung. Also so, schau, ich hab's jetzt mal wirklich gefixt. So, das ist schon unrealistisch gerade.
Bei mir ist es meistens so, aber du musst mal drauf achten, ich bin wirklich sehr weit nach vorne. Ich mach mal von da, wo ich so meinen Kopf habe. Aber du hast doch eine Wandhalterung, oder? Wie ist der denn? Ja. Das ist das Problem. Die Wandhalterung geht nicht weiter nach vorne, ich muss mal eine neue kaufen. Okay, warte. Ich mach mal so, wo mein Kopf so ungefähr ist, ja? Aus dem POV, was du mir geschickt hast, ist doch ultra anstrengend, den Chat zu lesen. Pass auf, jetzt wird noch schlimmer. Guck dir das zweite Bild an. Ja. So, guck mal, das ist jetzt ungefähr so das, was ich so in meinem, was so mein Sichtfeld ist, okay? Ja. Jetzt guck dir mal den linken Bildschirm an. Siehst du, da ist das so ein bisschen so rot. So rechts vom Chat ist auch so ein bisschen so ein rotes Dreieck sozusagen. Ja. Und ich kann den Chat nicht ganz nach rechts an den Bildschirm machen, weil der mittlere Bildschirm da so ein Stück drüber ist. Das heißt, ich muss den Chat so 2 Zentimeter nach links machen. Ich kann den linken Bildschirm nicht ganz nutzen. Warte mal, warte mal, POV-Shot kann ich eigentlich auch machen, warte. Kannst du auch mit Handy machen, oder? Kannst ja vorher checken, dann easy. Oh, ich sehe auch gerade, oh mein Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Alter, das sehe ich ja gerade jetzt erst. Warte. Ja, ist ein bisschen staubig, ne? Da habe ich nicht abgewischt. Aber so, ihr seht ja, wie das ist der linke Part der Halterung, so. Ne, ist halt wie es sein muss, komplett ran und so, wie es halt sein muss. Und jetzt guckt euch mal den rechten Halter an. Es gibt 2 Halterungen davon, ne? 2 so Arme, die das halten quasi. Jetzt guckt euch mal den hier an. Wer ist der? Huch. Wer ist denn er? Ja. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das wäre noch nie aufgefallen. Wer ist denn er? Digga, der hängt auf halb 8, genau. Ganz, ganz übel. Wer ist denn er? Kannst du gleich abmontieren, Bro, for real. Okay, Digga, Bro. Digga, der hängt da wirklich an einem. Oh mein Gott, ich schick auf den. Alter, ich hab den jetzt einmal wieder rangezogen. Der ist null fest. Bruder, der rechte Bildschirm ist auch übel nah. Oh, ich fuck der über ab. Okay, Digga, Bro, ich schicke Bild. Ich schicke Bild, aber das ist jetzt nicht original POV. Ich muss halt weiter zurückgehen. Okay. Nö, sieht gut aus. Ich würde zeigen. Ja, ich mach auch. Ja, ist geil, ne? Klar. Schon ein artiges Setup. Also unter meinem mittleren. Der obere ist ein bisschen unnötig, finde ich, aber. Siehst du unter meinem mittleren Monitor diese 2 kleinen Stängel, die da rausgucken? Ja, aber ich verstehe gerade nicht ganz. Endet da der Tisch oder was ist da? Was sind diese Stängel? Nee, dahinter kommt mein PC-Raum. Ja, genau. Und das sind die, da kann ich Kabel rausziehen zum Aufladen für Tastatur und Maus. Das sind die Kabel zum Aufladen, die man halt nicht sehen kann in der Handcam, wenn ich sie brauche. Willst du meins sehen? Zeig mal. Warte, ich mach kurz ein kleines Bild davon. Das ist mein Setup. Wie findest du? Zum Laden meinst du? Ist deine Ladestation? Ich hab alles, was ich brauche. Hier, schau, hier ist er. Hier ist für Maus. Und dann hier, das ist auch neu, das hatte ich auch noch nicht. Hier ist iPhone. Und nee, da unten ist nicht Kaugummi, das ist ein Papiertaschentuch, was mir heute aus der Hosentasche gefallen ist. Ja, und dann die ganzen Sachen, die ihr hier seht, ne, die jetzt so aussehen, als hätte ich die nie sauber gemacht und als wäre das Dreck. Ich bin auch schon mehrfach mit sehr, 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 sehr viel Chemie drüber. Da geht gar nichts, Digga. Das ist komplett drinne. Bruder, da ist mir mal eine Apfelschorle und ein Red Bull umgefallen. Ich hab's den ganzen Stream nicht gemerkt. Das war da 8 Stunden oder so. Ist das schön ins Parkett rein, Digga. Hier hinten links auch. Und das Geilste ist, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gezeigt habe. Boah, von was war das nochmal? Ach so. Ich habe so einen Stream gemacht Mascha kam bei R-Place rein, als ich irgendeinen Subgirl gebrochen habe oder so mit Konfetti. Und dann war es aber so, das lag halt noch übel lange, also so ein paar Zettel lagen so rum, okay? Und dann haben wir so ein Video gemacht, wo wir TikTok-Gadgets getestet haben und ich habe so ein Wasserglas im Kreis gespinnt und es war aber voll. Und dann ist es runtergefallen, ist da drauf und ich habe es dann halt für eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde nicht sauber gemacht, weil wir halt das Video, es war eh Ende vom Stream. Ich dachte, okay, ja, wir drehen das Video kurz ab. Ne, ich musste nächsten Tag übel früh los. Ich glaube, es war 4-7 vs. Wild oder so, der letzte Tag. Yeah. Und dann mache ich es danach halt sauber so auf Offline, ne? Und und dann habe ich abends dann die Konfetti da weggemacht, einfach ihn da. Bruder, da bin ich auch mehrfach drüber gegangen, das geht nicht sauber. Sieht einfach aus, als wenn da so ein Kindergartenkind mit Fingerfarben einfach no so lang gekrabbelt ist. No joke. Ja. Machst du nix, wa? Wieso streamt Elton gerade Rainbow Six? Digga, Elton streamt gerade Rainbow Six. Schreibt einer was? Das ist random. Gut. No dann way. Leute, gute Nacht. Morgen habe ich wieder 1, 2 oder 3. Falls jemand in Köln ist, Straßenumfrage keine Ahnung, circa 11 Uhr, Nähe Apple Store. Boss, ne, für 1, 2 oder 3 lustige Fragen. Elton, Englisch, Deutsch. Er hat gerade so ein Announcement gemacht, wenn jemand in Köln ist, dann kann man so zu so einer Straßenumfrage gehen von ihm. Aber der stand bei mir. Für 1, 2 oder 3. Soll ich machen? Jetzt. Bro, er hat eine Dreiviertelstunde gestreamt. Was ist das, ein Hugo-Stream? Digga, jetzt erstmal Döner holen.
Oh, Basti, no joke, kannst du mir mal deine, also jemand fragt auch gerade in der Donation, hast du einen Link zu deiner Monitorhalterung? Ja, warte. Weil dann würde ich mir die vielleicht auch holen. Ich habe, also es gibt mittlerweile, das sind meine alten, meine ersten. Das sind einfach nur, wenn du bei Amazon, wirklich nach Amazon einfach wirklich Monitorhalterung, sind es so, jetzt nichts Krasses, aber mittlerweile gibt es ja auch so Dreier-Kombinationen und so. Ich glaube, das wäre ehrlich gesagt geiler. Also ich brauche halt nur für 3, ne? Ich will nicht 4. Genau, also deswegen für, ich glaube, ich würde mir an deiner Stelle so eine Dreier-Kombo holen, weil dann musst du halt nur einmal bohren. Und die sind halt dann einfacher ausgerichtet, weil du ja nicht viel abfacken kannst. Was für bohren, Junge? Ja, du machst die doch an die Wand. Nein, an den Tisch einfach. Wie kompliziert. Nein. In die Wand, Bro? Ja. Ich weiß irgendwie nicht so ganz, ob ich dieses Monitorhalterung so geil finde. Ich weiß nicht, ich habe auch oft überlegt, ob ich einmal wieder zurückgehe zum guten alten Bro, du kannst mir nicht gerade erzählen, ob du das geil findest und du erzählst mir hier was von diesem Setup gerade, Bro. Ich habe das Bild offen, ne? Mit wirklich der Titanic hinten links. Titanic hinten links? Was heißt das mit Titanic hinten links? Ja, der Monitor, der hinten untergeht. Ach so. Schwierig. Die Haltung ist Arsch, ja. Aber wahrscheinlich, wenn ich eine geile rette. Aber meinst du, ist die Wave, das in die Wand zu bohren, Bro? Ja, du kannst es ja auch am Tisch machen. Aber ich glaube, dann kannst du halt, dann müsstest du halt wahrscheinlich, glaube ich, schon 3 Füße dann halt haben über den Tisch, ne? Um zu stabilisieren. Also das 2 hält ehrlich gut, Bro. Ich mag nur die Range nicht. Man kann die Range nicht einstellen. Ich würde es gerne haben, dass es näher an mir dran wäre. Mhm. Ja, egal, juckt, Bro. Scheiß drauf. Bei einer Wandhalterung wackelt ja kein Monitor, wenn du an den Tisch kommst. Ist worth trust. Okay, aber ich finde eigentlich, das hier ist Content. Okay, warte mal, das hat ja nichts mit dem Bildschirm zu tun. Mir fällt auch gerade auf, dass mein Tisch schräg im Raum steht. Alter. Digga, guck dich das an. Bock. Der Tisch steht hier viel näher, als er hier steht. Der steht ja ultra schräg. Und dann sind hier auch diese Dinger, die noch fehlen, ne? Weil Tim hat die immer mal angefangen ranzumachen, dann waren die einfach aus. Und seitdem haben wir die zwar nachbestellt, aber nie die Zeit gefunden, um das weiterzumachen. Ganz liebes Ding.